So, meine sehr verehrten Cube Life Fans, da bin ich wieder bei Cube Life. Und ihr hört, draußen geht die Party ab. Ganz ehrlich, ich habe ein bisschen Angst. Wir bauen mal hier ein bisschen was hin, um auf Nummer sicher zu gehen. Wir können uns dann hier unser Haus ein bisschen weiter gemütlich einrichten. Wir hätten jetzt hier die Steinpickaxt und können uns jetzt hier sozusagen ein bisschen gemütlicher alles machen, wie ich eben gerade auch schon angekündigt hatte. Und während ich jetzt hier so ein bisschen noch was abbaue, kann ich ein bisschen was erzählen, was euch mit dem kommenden Update erwarten wird von Cube Life. Wow. Mit dem kommenden Update wollen sie sich erstmal bedanken und wollen den Multiplayer-Modus einführen, wo ich schon mal ein riesen Fan von bin. Und, achso, ich brauche jetzt Stift. Ich spiele heute auch ein bisschen anders, also nicht wundern, dass es ein bisschen langsamer geht. Was will ich denn eigentlich? Ne, ich habe ja eigentlich alles. Das heißt, da wollte ich hin. Und dann natürlich für mich das Allergrößte, es wird Türen geben. Und Türen ist wirklich etwas, wovon man nie genug haben kann. So. Und da denke ich mal, da können wir uns auch schon riesig drauf freuen, auf die Türen. Weil dann kann man auch wirklich bei weitem schönere Sachen bauen. Wann das Update erscheinen wird, ist leider noch nicht bekannt. Hoffen wir aber mal in kürzester Zeit. Damit dann die Tür auch endlich einen Sinn hat. So. Jetzt bin ich gerade am Überlegen. Baue ich da die Wand aus und baue hier ein bisschen weiter, oder? Ich bin mir halt total unsicher. Was ich jemals machen möchte, ist nach unten gehen. Oh, schon wieder kaputt. So. Dann bauen wir uns nochmal eine Steinspitzhacke. So, und schon haben wir wieder eine Steinspitzhacke. Und können dann jetzt hier eine Etage runter. Ah, verdammt. Das ist natürlich auch ärgerlich. Also es wird auch so sein, dass die Werkzeuge beispielsweise länger halten als nur 1, 2, 3 Schläge. So wie jetzt hier zum Beispiel. Komme ich da ran? Ja! Ich brauche gar nicht mehr so viel weit laufen. So. Und dann können wir jetzt hier weiterbauen. Das heißt also, es wird besser, was Essen angeht, es wird besser, was Trinken angeht, es wird also komplettes Rebalancing geben. Und das finde ich ehrlich gesagt schon eine... echt, also für die Entwickler von meiner Seite aus einen Daumen nach oben. Definitiv. So, jetzt hoffe ich mal, dass wir... Ist da was drin? Nee. Stimmt, wir haben ja noch gar keine Kohle. Jetzt gucke ich mal, ob man auch schon hier Stufen bauen kann. Nein, kann man natürlich noch nicht. Nee. Stufen sind noch nicht möglich. Das heißt also, wir müssen jetzt erstmal gucken, wie wir überhaupt dahin kommen. Irgendwas hier so zu machen. Das heißt also, jetzt gehen wir mal wieder in die Crafting Guides. So können wir uns eine Schale machen. Damit machen wir uns Cobblestone. Mit 4 Stück von denen machen wir uns Cobblestone. Ne? Machen wir uns mal Cobblestone. Und richten uns unsere Bude ein. Ha, 4 Cobblestone. Ha, bei Minecraft ist das 1:1. Das ist ja wohl gar nicht fair. Wie mache ich denn das jetzt am besten? Muss ich jetzt hier die Wand wegmachen, ne? Ja, war klar. Es war sowas von klar. Alter, 4 Cobblestone. Das ist doch wohl ein Witz. Das ist heftig. Also da müssen wir wirklich noch Rebalancing machen. Aber okay, gut. Wir können uns jetzt hier unsere schöne Hütte bauen.
So. Und komm, du gehst auch noch kaputt, ne? Ja. Schade, den nächsten kriegen wir nicht mehr kaputt. Ne. Aber wir können jetzt schon mal die 4 Cobblestone platzieren. 2, 3, 4. Wow. Aber ich brauche noch was zu trinken. Haben wir denn? Oh ja, wir haben noch genügend zu trinken. Gut. Gut. Schnell mal was getrunken und dann irgendwann hoffen, dass wieder Tag wird. Also wir haben jetzt schon Tag 2. Ist ja schon mal viel wert. Ja, wir haben also schon mal einen Tag jetzt länger überlebt. Und die werden ja dann auch hoffentlich bald verschwinden. Hallo? Achso, falsche Taste. So. Hier hinten sieht es eh keiner. So, ja, wunderbar. Hier setzen wir mal einen rein. Und den können wir noch wegmachen und den daneben. Und dann geht's schon wieder kaputt. Das ist geil. Das hat was. Das ist nicht gerade sehr einfach. Ah, wir haben wieder 3 Cobblestone, womit wir dann doch schon wieder ein bisschen weiterkommen. Es soll ja auch hier entsprechend wohnlicher aussehen. Ja, 20 neue Items, Multiplayer-Modus, Rebalancing und. Also eine ganze Latte an Sachen, die da jetzt passieren werden. Und ich freue mich riesig drauf, weil es ist... Klar, Minecraft hatte das Ganze auch schon, aber mal ganz im Ernst, ja, selbst wenn Minecraft das Ganze schon hatte, dieses Spiel hat auch dieses gewisse Potenzial, was Minecraft hat oder beziehungsweise hatte und es immer noch hat, ja, und ich hoffe einfach mal, wie gesagt, dass da mehr kommt. So. Dann ist das jetzt auch schon wieder alles erledigt. Ja. Kriegen wir es eigentlich so auch abgebaut? Oder dauert das länger? I can't craft hard metals with my bare hands. I need to use a pickaxe for this. Okay. Also nein, können wir nicht. Und die Fackel ist auch kaputt. Das ist natürlich jetzt wieder eine ganz andere Angelegenheit. Aber ich glaube, die Intelligenz ist auch nicht gerade die beste. Weil wenn ich jetzt hier hinten hinlaufe... Die folgen mir. Die folgen mir. Naja. Dann folgen sie mir halt. Sollen sie mir halt folgen. Wenn sie sich dabei wohlfühlen, ist doch in Ordnung. So. Moment. Ist jetzt gerade draußen Ruhe? Dann könnte ich draußen Essen holen. Mann, nein. Das war jetzt total dämlich. Komm, den noch, ja. Gut, und... Gut, kaputt. Soll ich es mich trauen? Ich speichere mal. Ich speichere. Und... Zurück... Und dann gucken wir einfach mal. Natürlich hat er jetzt Stein platziert, war jetzt sehr, sehr intelligent von mir. Aber. Egal, es klingt so, als ob sie weg wären, ne? Machen wir mal einen weg. Tatsache, sie sind weg. Oh, cool. Das ist natürlich jetzt richtig praktisch. Die Sonne geht auf. Ja, klar, hier sieht man, wie die Chunks laden. Aber ich sag mal so, es gibt Schlimmeres, oder?
Ja, die Sichtweite ist jetzt hier nicht gerade die größte. So. Und hier auch noch weg. Und damit haben wir dann die erste Nacht wirklich überstanden. Jetzt muss ich nur noch gucken, wo ich hier an genügend Essen rankomme. Hä? Achso. Oh, und jetzt kommen die schönen Vöglein und alles. Ach, ist das nicht schön. Bäumchen abbauen. Ich bin mal neugierig, was alles für 20 Gegenstände kommen, aber als groß angekündigt waren natürlich die Türen. Vielleicht kommen ja auch noch Zäune oder so. Das wäre natürlich auch noch eine schöne Sache. Bäume oder irgendwelche anderen Sachen in der Richtung. Das hätte natürlich richtig viel Stil. Bäume, Zäune. Ja, und dann vielleicht auch mal einen Sinn hinter den Level-Ups. Das einzige Schöne ist hier natürlich auch, dass wir jetzt hier auch gleich mal wieder hier zurück in meine Behausung. Ah ne, da haben wir ein paar Sachen, die wir verwenden können. Mutterschwein. Wo sind die anderen Sachen hin? Aha. Ja, wo sind denn die anderen? Ich sollte mich bloß nicht mit dem Schwein anlegen. Solange ich nicht eine ordentliche Waffe habe. Also beispielsweise eine ordentliche Axt oder so. Was? Es grunzt mich an. Es grunzt mich an. Ich mag nicht, wenn es mich angrunzt. So. Jetzt müssen wir mal gucken, ob wir hier rankommen. Ich kann es nicht aufnehmen. Because my inventory is too full. I need a bigger backpack. So, ja. Bigger backpack. Ja, machen wir hier ein paar Sprünge. Jawohl. Ein bisschen springen, dann geht das. Bin ich schon im Wasser? Nee. So, haben wir das, haben wir das. Da kommt das Schwein schon wieder. Ich glaube, ich mache mir erstmal jetzt eine Axt oder so. So, voll ausgelastet, yes. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Da wollte ich hin und wollte meine Sachen verschieben. Oh, kann man sogar 70er Stacks machen, das ist auch schön. Okay. Und dann machen wir jetzt hier uns eine Axt. Mit der wir dann das Schwein angreifen können. Hoffen wir mal, dass es funktioniert. Vielleicht bekommen wir ja Leder raus. Wo ist es denn? Da ist es doch. Und wir haben nichts rausbekommen. Nix. Ach genau, jetzt weiß ich wieder, was auch noch sich ändern soll, nämlich das Balancing, was die Drops der Tiere angeht. Ja, weil man immer so wenig rausbekommt. Das ist natürlich auch noch eine der Sachen, die dann ergänzt werden. Ah, Hühnchen, vielleicht gibt's ja. Aber auch hier gab's jetzt mal. Nein, ah, Mann. Auch nix. Komm her, du Schwein. Wow. Wir haben das erste Essen. Das ist nochmal ein Hühnchen.
Man muss dazu sagen, um das Hühnchen zu machen, braucht man immer zwei Eier. Die klingen wie so Chinesen, die gerade Karate-Kampftraining machen oder so. Jawohl. Was ist das andere? Da ist das Hühnchen. Ah, die Hühnchen greifen einen an. Ich glaub's ja nicht. Alter! Blöde Schwein. Boah. Das Schwein hat mir jetzt aber wirklich böse weh getan. Jetzt muss ich gerade überlegen, was schmeiße ich denn weg? Ich glaube... So. Nein. So. Wo sind denn jetzt die Federn? Nein, die Federn sind despawned. Da. Komm, weg damit. Ja, weg. Habe ich das Leder jetzt auch verpasst? Nee, ne? Ich habe echt das Leder verpasst. Ich glaub's nicht. Ich habe das Leder verpasst. Nein. Da ist er. Die sind einfach zum Attackieren. Yeah, I need another leather. If I put them together, I can create a backpack. Ja, ja, das habe ich ja verstanden. Das will ich ja auch. Gut, wie es aber mit dem Backpack aussieht, das würde ich sagen, seht ihr dann in der nächsten Folge. Und ich bedanke mich ganz herzlich und sage, ich bin euer Tro. Haut rein. Tschö.